Willkommen zum 14. Let's Play. Wir steigen wieder ein. Und heute, nachdem wir wieder Frieden mit den Russen geschlossen haben, soll's über den großen Teich gehen. Und zwar einfach mal nach Westen, um zu gucken, ob wir vielleicht Amerika entdecken. Wenn man mal den Erdball als Analogie nehmen wollen möchte. Ja, okay. Mir ist aufgefallen, dass am Ende der Videos immer ein paar Sekunden noch abgehackt werden, was ein bisschen doof ist, so dass ich manchmal noch rede, während schon das Video zu Ende ist. Oder das irgendwie so ein bisschen abgehackt wirkt. Ich werde mal versuchen, ein bisschen zu warten, bevor ich auf den Videoaufnahme-Beenden-Knopf drücke, weil das sonst immer abgehackt wird, was ich als letztes sage. Ja, Masked Man. Ich werde hier einfach mal so einen Spearman aktivieren. Der Masked Man braucht noch eine Weile und schickt den Spearman jetzt mit, diese nächste Stadt aufzubauen. Vielleicht so. So in diesem Bereich. Auf. Du baust natürlich gleich die Straße, am besten von hier aus. So, jetzt fehlt uns hier noch. Ach, ich mache hier erstmal ein Bergwerk. Obwohl, da ist doof eigentlich. Da fehlt uns noch die Bewässerungsanlage. Jo. Ich werde hier noch runterfahren, bis sich diese Landzunge hier wieder eindellt in diesem Bereich. Und dann werde ich einfach mal hart nach Westen fahren und gucken, was da so abgeht. Vielleicht fahre ich auch schon früher nach Westen. So, hier ist der Pikeman fertig. Der Siedler auch. Und die Stadt ist schon wieder so groß. Eigentlich müsste ich hier schon wieder direkt den nächsten Siedler bauen, aber. Was soll's? Jetzt muss erstmal die Universität her. Am besten die nächste Stadt kommt so in diesem Bereich. Vielleicht ungefähr hier so. Ist zwar eine karge Gegend, aber. Da bekomme ich hier zumindest dieses Getreide noch. Der Rest folgt. Du nicht ganz so weit. Du musst noch die Straße bauen. Von hier aus am besten. Muss ich ja noch irgendwie das Wasser hochziehen. Ich binde erstmal das Pferdchen an. Berlin baut eine Universität. Schick. Jetzt ein Gericht. Ich habe hier zwar kaum Korruption, aber.
Jetzt wird hier erstmal alles schnell fertig gebaut in Berlin. Ich baue einen Musketman und aktiviere einen von diesen, der jetzt zum Aufbau mitgeht. Und die nächste Stadt wird hier gebaut, wo das Fischchen springt. Ich gehe schon mal, wandere schon mal darüber. Du baust natürlich wieder Straße. Ja, mal helfen hier mit dem Aufbau von Schilden. Oh, doch nicht festsetzen. Doch nicht festsetzen, sondern Mine bauen. Ja, und auch Stuttgart muss befreit werden von Dschungel. Das kennt man ja. Stuttgart liegt ja mitten im Dschungel. Ob sich diese Landzunge noch weiter nach. Aha. Nein. Noch weiter nach Westen zieht. Ja. Na, so weit werden wir noch da runterfahren. Festsetzen. Festsetzen. Leipzig baut einen Hafen. Jetzt gibt es endlich hier ein bisschen mehr Nahrung. Wir verhungern hier bald in Leipzig. Sehr tragisch, sehr tragisch. So, was können wir denn jetzt noch bauen? Vielleicht sollten wir mal die alten Spearmen gegen Musketmen austauschen. Nuremberg has produced an aqueduct. Uni. Ab in die Uni. Was ich mich frage ist, warum eigentlich die Seide zwei Happy Faces produziert? Und die anderen Ressourcen nur eins. Das muss ich jetzt mal prüfen, ob das eigentlich schon immer so ist. Oder ob das hier nur gerade irgendwie ein Bonus ist. Seide. Makes content people happy. Hm. Ich meine, da steht jetzt nicht, dass es to content people happy macht. Steht jetzt auch nichts anderes. Oh, das sieht ja süß aus. Das sieht ja so anders aus als im kleinen. Gibt es noch einige Ressourcen, die wir noch nicht haben. Zum Beispiel hier Weihrauch.
Färbemittel und Gewürze. Und auch den Wein, den kriegen wir ja gleich irgendwann mal. Und die Edelsteine haben wir auch nicht. Gibt es hier nicht irgendwo Edelsteine? Hatte ich die nicht schon gesehen? Dann sollten wir die aber holen, wenn es die hier irgendwo gibt. Hier ist nochmal Wein. Ich habe ja auch Salpeter und weiß nicht, wo ich den habe, aber irgendwo habe ich den. Und kann den nicht finden bei meinen Städten. Aber es ist ja auch egal. Aber ich sehe ich eigentlich jetzt nicht. Edelsteine sind doch nur in Bergen, glaube ich. Ja. Ressourcen. Edelsteine. Hügel und Jungle. Okay. Also Hügel, Berge und Jungle. Gibt es ja eine große Berg. Kette. Aber da sind jetzt keine Edelsteine dabei. Ja, vielleicht finde ich noch was hier auf meinem Landgebiet. Es ist ja noch relativ groß. Da gibt es ja auch noch eine Menge zu erforschen. Aber in der bisher entdeckten Gegend scheinen mir keine dieser weiteren Ressourcen mehr zu finden sein. Die sind ja auch verteilt auf den verschiedenen Kontinenten. Kann natürlich sein, dass die alle auf dem nächsten Kontinent zu finden sind. Was ja auch ein bisschen schade wäre. Aber ein guter Grund, dort Städte zu gründen oder zu erobern. Oh, Frankfurt wächst nicht weiter. Ja, wir haben zwar ein Aquädukt in Frankfurt, aber wir kommen über diese Grenze nicht mehr hinaus, weil 12 ist jetzt erstmal die Obergrenze von Städten. Also könnten wir eigentlich auch mehr investieren in Bergwerke. Stadt wächst ja eh nicht mehr. Und so brauche ich nur 28 Runden. Statt 32, was es vorher waren. War durchaus sinnvoll, hier auch noch den Wald wegzuhacken. Weil hier bekomme ich nämlich mehr Nahrung. Wie schaut es hier aus? Ist ja auch schon fast alles ausgebaut rund um Moskau. Oh, Dorf ist noch da. Setzen. So, baue ich jetzt hier die Stadt. Da habe ich die Lücke geschlossen, aber ich klaue natürlich hier Elefantinen gleich ein bisschen Gebirge.
ist ja auch ein bisschen uncool. Aber hier ist halt gleich Wasser. Das kann halt nur von Vorteil sein. Wobei ich auch nicht weiß, wie ich das hier rauskriege. Gibt es Städte, die hoch in den Bergen sind? In Deutschland? Keine Ahnung. Bergstadt. That must be a terrible mistake. Ja, auch in Dortmund wollen wir natürlich Bewässerungsanlagen bauen können. Deswegen müssen wir das Wasser erstmal runterziehen. Maps of the Region. Oh, das ist ja wieder der Negativ-Joker. So, ich glaube, jetzt werde ich mal auf die Hohe See fahren. Oh, hier ist jetzt auch erstmal alles erforscht. Ich glaube, mit dem muss ich hier mal diese Lücke schließen. Auf dorthin. Mal von den Russen die Weltkarte fordern sollen. Die haben bestimmt hier schon aufgeklärt. Es ist zu spät. Muss ich nochmal angreifen? Muss ich nochmal angreifen? Bleibt mir ja gar nichts anderes übrig. Tragisch. Ja, endlich die Bibliothek gebaut, weil. Es wird auch langsam Zeit, weil ich hier sonst nicht an die Ressourcen rankomme. Wir wollen natürlich keine Unruhen hier haben. Da ist der Despot dagegen. Total dagegen. Nehmen wir uns mal hier das Wasser. Oh, ein Longbowman versehentlich gebaut. Ist auch nicht verkehrt. Der muss jetzt aber mal flink nach Odessa. Ich weiß nicht, ob ich da durchkomme. Aber ich kann es ja mal versuchen. Ist aber jetzt auch möglichst dämlich gewesen. Meine, wenn, dann muss ich doch so lang wie möglich auf meinem Land bleiben. Also hier erstmal hin. Und dann. Zack. Zack. Na, das wird, glaube ich, nichts. Das wird so, glaube ich, nichts.
wenn wir hier mal so. Ah, da produzieren wir ja auch echt gut Nahrung. Hier mal so ein Bergwerk bauen. Longbowmen brauchen wir hier nicht, aber eine Bibliothek brauchen wir, wie wir sie überall brauchen. So, um Berlin herum sind jetzt alle Felder ausgebaut. Dann kann der hier mal Leipzig über unterstützen. Zum nächsten Dorf. Go West. Ah. Da freuen sich die Pet Shop Boys. Da störe ich nicht mal jemanden. Unglaublich. Perfekter Ort, eine Stadt zu bauen. Stadt am See? Keine Ahnung. Rostock. Ist zwar die Ostsee, aber naja. Und die Ostsee ist ein Meer. Festigen. Ah, endlich wieder Civil Disorder. Da baue ich ein Gericht. Das ist doch toll. Was machen wir als nächstes? Eine Uni. Wie ist eigentlich unser Stand? Wie viel Geld investieren wir in Forschung? Verliere ich ganz schön viel Geld, wenn ich noch einen runtergehe. Hoch. Sei es drum, die Bank kommt sowieso in der nächsten Runde. Die hole ich dann sowieso. Hier muss ich das Wasser ranziehen. Aber dann bleibt auch nur noch dieser Ort hier übrig. Land in Sicht, Land in Sicht. Und den Warrior lassen wir gleich los aufs Land und wir erkunden erstmal so ein bisschen die Gegend. Okay, hier gibt es jetzt erstmal kein Wasser. Das müsste ich jetzt von hier unten hochziehen. Das ist ja jetzt auch nicht so schwierig. Oh, die Russen haben sich noch nicht beschwert. Habe ich hier noch zwei Schritte frei. Nach den zwei Schritten schubsen sie mich bestimmt hier raus. Hier bin,
Dann bin ich fast bei Odessa. Okay, hier ist alles ausgebaut, außer dort. Und auch du wirst jetzt mal hier runtergehen und Bremen etwas helfen. Da baue ich jetzt ein Bergwerk. Ja, wir bewegen uns hier ganz schnell. Das geht bestimmt gleich los. Pikeman oder Aquädukt? Na, da ist, glaube ich, das Aquädukt wichtiger. Und die Bank ist fertig. Das ist doch schön. Jetzt kann ich das Bankgebäude bauen. What's next? Die große Bibliothek habe ich schon gekillt durch Education. Ist hier auch nicht so schön. Sonst hätte ich bestimmt schon die Republik geschenkt bekommen. Aber was soll ich damit? Staatsform Republik ist irgendwie nicht so attraktiv. Weil mir keine Einheiten mehr supportet werden. Das ist uncool. Und ich glaube, in der Republik reden mir auch ständig Leute rein, wenn ich irgendjemanden angreifen will. Das ist voll doof. Okay, wie kann es denn weitergehen? Was wäre denn jetzt wichtig? Demokratie ist natürlich genauso, da reden auch ständig Leute rein. Aber die Worker Efficiency ist halt geil. Da steht auch was von mehr Commerce. Und hier steht was von mehr Commerce und mehr Production. Und minimaler Korruption. Ja. Demokratie hole ich mir jetzt eh noch nicht. Das ist doch toll. Dann kann ich endlich die Newton's University in Berlin bauen, welche mir die Research verdoppelt. Und Kopernikus verdoppelt mir auch die Research. Ja, das ist genau das, was ich brauche. Auf geht's. Das macht die Burg irgendwie kompletter. Bank. Jetzt könnt ihr mich rausschmeißen. Sind denn hier gar keine anderen Bewohner? Sind denn hier gar keine Indianer in Amerika? Ich habe das Gefühl, this is not America. Mein Siedler ist im vorauseilenden Gehorsam gleich noch einen Schritt weitergegangen.
ich gar nicht so recht, ob das richtig ist. Ist. Heißes Wort. Ist. We will move automatically. Yes. So, Berlin hat jetzt gar keine Korruption mehr und kann jetzt auch die Bank bauen. Yeah, yeah, yeah. Tja, die haben uns zwar rausgeschmissen, aber ihr kultureller Radius hat sich vergrößert und Minsk hat jetzt... Stehe ich quasi schon wieder drin. Ich habe doch gerade gesehen, dass die Russen hier irgendwo rausgewandert sind. Ah, hier wandert einer raus, aber der erkundet. Hier gibt es einen Siedler, die bauen hier garantiert gleich irgendwo eine Stadt. Die wollen sich wohl von mir entfernen. Oh, wenn die hier so lange brauchen, einen Musketman zu bauen. Ist Gold mal sowas nutze? Hier sind es noch 49 Runden. Ich mach das jetzt mal. Ich will nämlich gerne hier den Archer haben für den Angriff. Und dann leier ich den Russen die Weltkarte aus den Rippen. So der Plan. Wenn ich wieder Frieden schließe. Du wartest mal. Ja. Ein guter Ort, eine Stadt zu errichten. Auch ein guter Ort, eine Stadt zu verteidigen. Und ein guter Ort, um eine Bibliothek zu bauen. Also was mich hier total stört, ist, dass ich hier ja immer noch nicht nach oben rankomme. Und was mich hier noch stören sollte, ist, dass der hier eventuell gleich angegriffen werden könnte. Das wollen wir gar nicht. Ich muss unbedingt die Straße hochbauen, um die Ressource zu bekommen. Schau an. Ein Azteke. Ich sag doch, das sind Indianer. Hallo, Azteken. Gibt's denn irgendwas zu holen von euch? Ihr habt Dice. Interessant, das habe ich nicht. Aber wir haben keine Häfen und können nicht miteinander handeln. Die Amerikaner sind auch in Amerika. Und die Irokesen sind in Amerika. Und die Römer... Was machen denn die Römer in Amerika? Das ist doch seltsam. Ich tausche mal gerne meine World Map gegen meine Territory. Oh, das ist schon ein super Deal, Leute. Das ist ein Hammer-Deal. Aber die werden es nicht tun. Das würden sie tun. Ist halt die Frage, ob die Azteken die Richtigen dafür sind. Sollte ich nicht lieber die Amerikaner fragen? Die haben bestimmt schon mehr erkundet. Ja, ich mach das jetzt mal. Aber ich hätte gern noch... Boah, ich hätte gern noch Gold oder so. Irgendwie so 100 oder sowas. Oder vielleicht auch 130.
geht. Get up, Mann. Ja, die Azteken haben den Spearman. Wahnsinn. Was unser Berater hier nicht alles sagt. They are not very advanced. Sie bewundern unsere Kultur. Aber sie haben den Spearman. Sehr gefährlich, sehr gefährlich. That's it. Goodbye. Okay, das ist ja mal interessant. Jetzt kann ich mich hier mal umgucken. Was es hier alles so Tolles gibt. Hier gibt es Amerikaner. Hier gibt es Römer. Jede Menge römische Städte. Schön, dass sie schon ihre Territorial Karten ausgetauscht haben. So kann ich hier auch, kriege ich gleich einen guten Einblick bei den Römern. Gibt es Irokesen? Oh, da ist eine Ressource, aber kommt man maximal blöd ran. Hier gibt es Dice. Ach nee, das sind ja die Azteken. Die Irokesen sind hier erst. Genau. Ah, und die Amerikaner haben hier Edelsteine ohne Ende. Da kommen wir auch gar nicht ran. Hier sind Gewürze. Bei Detroit. Und hier oben haben sie auch noch nichts erkundet. Wäre eigentlich ein guter Ort, um hier selbst dann neue Städte zu gründen. Dazu bräuchte ich aber einen Siedler dort drüben. Muss ich erstmal einen finden. Und Siedler sind ja so schwer zu kriegen. So unglaublich schwer. Ja, ist natürlich ein Witz. Natürlich total leicht zu kriegen. Aber sie darüber zu schaffen, ist gar nicht so einfach. Ist ja doch noch ein Stück. Ja, ich erkunde mal mit dem Boot noch ein bisschen weiter und mache es mir dann zur Aufgabe, vielleicht auch hier gen Süden, mal ein paar Siedler zu produzieren, die ich auf diese Insel schicke. Auf diesen Kontinent schicke. Hey, auch doch Richtung Norden weiter. Gut, wir haben die neue Insel entdeckt. Wir haben ja auch gleich alle Ressourcen gefunden, die es noch gibt. Eben diese Farbstoffe, die Gewürze hier irgendwo bei Orleans. Nee, bei Detroit. Dann natürlich Weihrauch. Genau. Und das soll quasi der Auftrag dann sein, als nächstes hier rüber zu schippern und dort neue Städte zu gründen. Am besten direkt hier oben, weil hier eben noch niemand ist und hier noch viel Raum ist, viel Land ist, der zu erobern ist. Land, das zu erobern ist, heißt es. Hier werde ich jetzt mal die Straße rüberbauen, aber dazu sehen wir dann mehr in der nächsten Folge. Dann danke ich euch mal wieder fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Zeit und sage mal bis zum nächsten Let's Play. Auf Wiedersehen. Tschüss.